Komm, wir gucken uns das hier an. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips für Kurs. Nein. Oh Gott. Wenn ich die sechste Mathe schreibe, weiß ich nicht, was das ist. Gefährlich. Alex, mit dem Dreier kannst du mal meinen Freund Moritz beleidigen? Nö. Grüße gehen raus an Moritz. Alex, du bist ein Wichser. Oh. Ich in deinen Augen verloren. Digga, chillig, wie die Qualität auch wieder ist, Bro. Das ist ein sehr, sehr billiger Anmachspruch. Billige Anmachsprüche für billige Frauen. Danke. Die Jungs, wie ich vor der kurz die Halle verlässt. Ey, was ist hier los, Mann? Revier. Ey, mach, dass du wegkommst. Du mobbst nicht den Sohn meines Vaters. So ein Ding nämlich, bevor das Wort Bruder erfunden wurde, Digga. In Kasso Henry im Glück, er gewinnt. Oh, nein, guck mal an hier, 2,50 Euro. Da freuen wir uns doch, guck mal, Digga. Das ist ja ein Ding. Hör mal, das ist ja toll. Wunderbar, wirklich schön. Herr Eris, ganz kurze Frage. Haben Sie sich nicht eigentlich auch für Lottospielen sperren lassen? Ach, guck mal, 2,50 Euro. Das ist ja super. Herr Eris, ich fürchte, Sie haben ein Glücksspielproblem. Das ist toll. Kann ich gewinnen? Ja, mit der Supermensch. Und dann irgendwann habe ich einfach erklärt, dass wir Männer in uns was Tierisches haben. Du kannst es dir nicht aussuchen. Du bist halt. Man kann es sich nicht aussuchen, es ist... Ja. Der Blick, mein Schauspieler. Es ist automatisch! Das stört doch, was ist immer auf mein Gesicht da? Pack das mal zur Seite. Oh, nein, das ist, dass wir Leute... Das nervt. Wie heißt... Nee, das ist Hosting my Stream with One Viewer. Die hosten sich alle, das wird uns angezeigt. Ja, aber warum gerade auf mein Gesicht, Mann? Ich muss die Quelle lesen. Ich dreh durch, Amina Coin. Hast du schon mal in deinem Leben verliebt? Boah, jawohl, zweimal sogar schon. Einmal in mich selbst und einmal in meinen Spiegel. Also ich glaube, dass der erste Halbzeit Dortmund viel besser gemacht haben, viele Chancen rausgespielt haben und... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wasser! Guck mal, die ist so groß, die hat Adern. Siehst du das? Alter, die hast auch meine Füße gerade mit Adern gesehen. Wieso hatten die Adern? Ich weiß es nicht. Fühlt sich das an der Hand? Ganz seltsam. Das hat irgendwie einfach Adern. Alter, ich kann mir so gut vorstellen, dass Trimax Cock genauso aussieht wie eine Süßkartoffel. Ich hab eine Mühe, Süßkartoffel, aber ich muss ja wieder rein. Von Küssen auf den ersten Date. Digga, Luca. Ja, wenn's passt, dann passt's, aber. Aha. Jetzt gerade passt's nicht, das brauchst du gar nicht probieren. Oh nein. Ja, das ist ein Boot. Also eins ist klar, die Bootsfahrt heute ist gestrichen. Comedy Goat. Oh Gott, nee. Ich hab Angst, dass er die Finger abbeißt. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was da passiert. Ah! Ah! Und sie... Meine letzten zwei Gehirnzellen. Sie können zu Hause gewinnen und Rudi Völler kann da mit Sicherheit helfen bei unserer Gewinnspielfrage. Und die lautet... Welche Bundesliga-Mannschaft ist derzeit an der Tabellenspitze? Ist das A, der BVB oder B, Bayer Leverkusen? Kleiner Tipp von Rudi Völler. Es ist nicht Bayer Leverkusen. Das muss reichen. Ich weiß jetzt schon, dass ich Lazo freue. Alter, Big Baba Hoodie, Digga. Lazo freut sich. Yeah! Ach Gott. Ich neben der DDR-Fahne schon wieder ein Gasmaskenträger. Ich dachte mir, wenn die ganze Welt Pandemie spielen will, dann spiele ich halt mit. Fallfett. Die Menschen sterben, weil ihnen Vitamin D und diese Mineralien bzw. Salze fehlen. Potassiumsulfate, Potassiumphosphate und Potassiumchloride. Genau. Hier geht es jetzt aber um Fake News. Warum sind Sie hier? Digga, der Typ sieht No-Joke aus wie der Fallfett. Einfach, das ist einfach der Real-Life-Five-Head, Junge. Weil ich halt immer teilnehme. Also nicht immer, aber meistens. Egal, bei welcher Demo. Ja.
Arsch abwischen im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Steht das zur Debatte, Digga? Im Stehen. Man stellt sich hin. Man stellt sich aufstehen? Hin. Aufstehen? Ja? Nee, Digga. Was doch? Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Im Stehen. Absolut im Stehen, Chat. Ihr müsst so denken. Wenn ihr steht, hört mir zu. Nein, ich bin nicht weird. Wenn ihr steht beim Arsch abwischen, könnt ihr deutlich mehr Kot durch den Winkel mitnehmen. Ihr seid deutlich sauberer. Wenn ihr im Stehen, Tobi, wenn man sich im Stehen den Arsch abwischt, nimmt man deutlich mehr Kot mit dem Papier auf, oder? Wenn man steht, so, ist doch allein durch die Biegung, dass das Arschloch sich öffnet, die Möglichkeit gegeben, dass man viel mehr Kot mitnimmt. Wenn du stehst, dann biegst du dich doch nicht. Was? Wenn du stehst, dann man hat doch dann so, dann ist das doch gespreizt, man nimmt doch viel mehr mit. Aber, es ist viel sinnvoller. So. Was für Psycho! Es ist sinnvoll, sich den Arsch im Stehen abzuwischen. Hey, anders. So einfach. Ja, so geht auch, aber wenn du stehst, doch viel entspannter. So und dann rein. Das ist auch überhaupt keine Frage, weil Monte Agatha hat die beim Abwisch, Digga. Das ist ganz wild. Kannst du es noch kalt stellen? Ja. Eins, zwei. Ich habe Tobi im Kopf getroffen, der ist ohnmächtig. Habe ich mir schon mal im Stehen den Arsch abgewischt? Auf keinen, Digga. Das Beste ist, wie heißt das? Arschdusche? BD? Das ist das Geilste. Das ist, man muss sich dran gewöhnen und es darf nicht zu hart und nicht zu heiß sein. Aber wenn so, wenn das so, sauber. 1:1 sauber. Ihr müsst euch überlegen, stellt euch vor, Chat, jetzt ganz kurzer Code-Real-Talk, okay? Kurzer Code-Real-Talk. Stellt euch vor, ihr habt einen Fleck auf dem T-Shirt, ja? Ihr esst Nutella-Brot, ihr esst Nutella-Brot und ihr habt ein weißes Shirt an. Und dann habt ihr hier einen Fleck. Würdet ihr mit einem trockenen Shirt, mit einem trockenen Lappen versuchen, das abzuwischen? Nein, würdet ihr nicht, weil es geht nur ein bisschen ab. Ihr müsst hingehen und was Nasses haben. Deshalb feuchtes Toilettenpapier oder, Code Real Talk, ein BD, eine Arschdusche. Es ist intelligent. Es bleiben Reste da. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr es? Ihr versteht's, oder? Oder in die Dusche kacken. In die Dusche scheißen ist auch sehr, sehr smart. In die Dusche kacken ist sehr, sehr intelligent. Ja. Ja, kurzer Code-Real-Talk. Speichert's euch ab, klippt's euch und merkt's euch, wenn ihr das nächste Mal euren Arsch abwischt. Ihr werdet sehen. Probiert's mal aus. Schreiben. Was ich immer mega nice finde, ist so, jetzt wenn wir jetzt vom Äußerlichen reden, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber so, ich finde, im Gesicht muss es so eine Mischung sein zwischen so ein bisschen so ein bisschen süß, aber auch so ein bisschen bad-mäßig. Weißt du, was ich meine? Okay, so, süß, ein bisschen süß und ein bisschen die muss bad. Ein bisschen cute aussehen, aber die muss auch so ein bisschen, was irgendwie hinter den Ohren, also so, so wie sagt man das, so Faustdick hinter den Ohren haben mäßig. So, ich muss irgendwie so beides da drin sehen. Mhm. Was? Guck mal genau hin. Was für, wieso kriege ich jetzt einen Weird Champ, Digga? Warum kriege ich einen fucking Weird Champ reingedrückt von euch, Chat? Warum? 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 Digga, das ist Mobbing. Das ist fucking Mobbing, Alter. Was? Küchengerät. 3, 2, 1. Beide komplett auf den Kopf. Beide komplett auf den Kopf gefallen, die Arme. Wie kommt der Junge aus seinem Schatz? Weil er nur gesagt hat, Bohrmaschine. Fuck! Freunde, ich hab den Pump des Jahrtausends. Was mit dir? Weißt du, was mein Beruf ist? Ich meine, ich sehe. Aha. Sag ich auch immer. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Locker flockig? Wieder mal reingeschlagen.